Hallo und herzlich willkommen zu deinem Kurs. Wir fangen an, wir machen uns ein bisschen warm, ganz locker, alle Muskeln, alle Bänder, alle Gelenken, alle mal, alles mal ein bisschen durchbewegen. Lass die Füße auf den Boden, zieh einfach nur die Ferse nach oben, ganz locker, ganz locker. Nimm die Arme ganz locker mit. Einfaches Durchbewegen, leichtes Schulterkreisen. Und bitte dabei immer schön nach hinten kreisen. Nicht nach vorne, nach hinten. Du hast mit Sicherheit den ganzen Tag irgendwas nach vorne gemacht. Deswegen machen wir das jetzt nach hinten. Es sei denn, du bist Fahrschullehrer und machst immer so und guckst nach hinten. Ja, dann machst du auch Dinge nach hinten. Aber ansonsten machst du eigentlich immer alle Dinge nach vorne. Deswegen schön nach hinten kreisen. Wir grüßen an dieser Stelle alle Fahrschullehrer. Ach so, Fahrlehrer. Gut, wir grüßen alle Fahrlehrer. Fahrschullehrer. Gut, siehst du wieder was gelernt? Solche Informationen gibt es nur hier. Beide Schultern gleichzeitig, komm. Hier lernst du was fürs Leben. Fahrlehrer. Jawohl, schön hochziehen, komm. Und schön nach hinten drücken. Und das Ganze jetzt abwechselnd, komm. Schön nach oben ziehen, lass die Wirbelsäule und den Kopf ganz gerade, nur die Schultern zu den Ohren. Jawohl, versuch das richtig schön hochzuziehen. Da hakt es schon bei den meisten, weil hier oben so viel Starrheit herrscht, dass das gar nicht mehr so ganz locker geht. Deswegen versuch wirklich richtig schön hochzuziehen. Das macht Verspannungen weg. Das machen wir jetzt nochmal mit beiden gleichzeitig. Einfach hoch, komm. Ja, jede Woche aufs Neue, immer wieder diese Übung. Warum? Weil es gegen Verspannungen hilft. Komm. Noch 8, 7, komm. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, jetzt ziehen wir beide Arme nach außen. Einfach nach außen hoch. Jawohl, den Schulternackengürtel ein bisschen durchbluten. Ein bisschen warm machen. Schön hochziehen, komm. Versuch dabei, die Brust ein bisschen nach vorne zu pressen, das Brustbein nach vorne zu schieben. Jawohl, noch 8, komm, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lass oben, zieh auf und zu, schön nach hinten ziehen. Jawohl, schön nach hinten ziehen, oberer Rücken, hintere Schulter. Dann machen wir auch gleich weiter. Noch 4, 3, 2, 1 und gut. Locker. Locker ausschütteln. Du nimmst jetzt beide Hände mal hinten auf den Po. Bleibst jetzt einfach ganz locker stehen und machst so kleine Kreise rund um deinen Po. Ziehst bitte die Schulter nach hinten. Drückst hinten die Schulterblätter zusammen und dann machst du mit den Händen kleine Kreise über deinen Po. Du passt bitte die Kreise deinem Po an. Jetzt kannst du kurz über diesen Satz nachdenken. Ja, manche machen kleine Kreise. Ich mache etwas größere Kreise. Okay, wir kreisen andersrum. Ja. Und du versuchst jetzt bitte mal mit beiden Händen unter deinen Po zu kommen. Das ist nicht leicht. Ja. Schön nach unten schieben die Hände. Wenn du an den Kniekehlen angekommen bist, weißt du, du bist zu weit. Okay, bleib bitte hinten. Und jetzt machen wir schön einfach nur nach hinten die Brust aufziehen. Also schön die Schulter da hinten zusammenpressen. Und vorne richtig schön die Brust aufziehen. Und das Ganze im schnellen Wechsel. Komm. Einfach nach hinten, pressen, 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 komm, 8, 7, zieh die Schulter nach hinten, nicht zu den Ohren, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal, komm, richtig schön nach hinten ziehen, auf, jetzt zählst, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay, lass die Arme hinten, Arme weg und jetzt klappst du die Hände einfach mal nach hinten. Nach vorne, nach hinten.
Press hinten die Schulterblätter zusammen. Nach vorne, nach hinten drehen die Arme. Ja, das wird gleich noch anstrengend. Ich möchte jetzt erstmal nur, dass du die Schulterblätter hinten zusammenpresst und die Muskulatur zwischen deinen Schultern spürst. Okay, richtig schön zusammenpressen. Arme ein bisschen mehr nach hinten jetzt und ein bisschen höher. Und dann klappst du die Arme ein bisschen mehr nach hinten. Komm. Und immer schön hinten die Spannung halten und nur bei dem nach hinten klappen die Spannung verstärken. Komm, 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 komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bisschen höher, komm. Nimm die Arme ein bisschen großflächiger mit jetzt. Bisschen mehr nach vorne, bisschen mehr nach hinten. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bisschen höher, komm. Los, komm, das sind die letzten 8. Es sind nur noch 8. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut, lösen. Ich hoffe, du hast jetzt so ein schönes Gefühl in deiner Schulter und hier hinten zwischen deinen Schulterblättern. Das wäre schön. Schau einfach mal, wie sich das anfühlt. Immer mal so zwischendurch. Einfach mal schauen. Leichtes Schulterkreisen. Das Schulterkreisen ist wirklich die ideale Übung für zwischendurch, um den Schultergürtel, den Nackengürtel und die Halsmuskulatur einfach zu durchbluten. Und das hat wirklich mehr Auswirkungen, als man denkt. Deswegen machen wir das jetzt mal so ein bisschen. Und wir machen jetzt so ein bisschen Rückenschwimmen. Das Rückenschwimmen empfehlen ja immer die Orthopäden, wenn du sagst, du hast Rückenprobleme. Und deswegen, du brauchst dafür kein Schwimmbad, du kannst das auch hier machen. Also, komm, fangen wir mal langsam an. Hier brauchst du auch keine Angst haben, dass du untergehst. Ja, komm, schön nach hinten. Einfach den Arm nach hinten drücken. Fang klein an. Kleine Schwimmbewegung. Okay, dann wird der Arm immer größer. Und die Kreise werden größer. Okay, richtig schön groß jetzt. Und jetzt nimmst du mal von oben so eine richtige frische, also so eine große Handvoll Luft, nimmst du mit und schubst die so nach vorne. Ja, ich brauche frische Luft hier vorne. Komm, 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 komm. Auf, auf, auf. Fixier den Körper, nimm den nicht mit. Also komm nicht auf die Idee, dann reinzudrehen, weil dann merkst du das nicht. Versuch wirklich, den Oberkörper gerade zu lassen und nur mit dem Arm zu kreisen. Komm, komm. Ich warte auf die frische Luft, gell? Also gib dir ein bisschen Mühe. Los, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Du kannst es so machen, wie du willst. Es gibt nicht richtig oder falsch. Du kannst auch dein Tempo wählen, okay? Jawohl. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn ein Gelenk wehtut, dass man es schont. Okay, es kommt darauf an, was passiert ist. Aber in der Regel, wenn ein Gelenk eingesteift ist, dann sollte man es immer leicht bewegen. Wenn du es weiter schonst, dann steift es immer mehr ein und irgendwann bewegt sich es gar nicht mehr. Also es gilt insbesondere für die Schulter. Wenn du die Schulter schonst oder gar nicht bewegst, dann steift die immer mehr ein und irgendwann kriegst du keine Kaffeetasse mehr schmerzfrei zum Kopf. Komm, große Kreise. Und wenn du Schulterprobleme hast, dann fang wirklich klein an. Das macht überhaupt keinen, ist überhaupt nicht schlimm, wenn du nur so machst jetzt. Und wenn du keine Schulterprobleme hast und es geht, dann mach richtig schön große Kreise. Komm. 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 Komm, komm, komm. Die letzten 8. Komm. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Bisschen durchbewegen. Schau einfach mal, wie sich das jetzt anfühlt. Das sollte sich jetzt sehr, sehr frei anfühlen. Okay. Beim Rückenschwimmen macht man das eigentlich immer abwechselnd. Also, komm. Zieh dich, zieh dich, zieh dich, hoch, 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 hoch. Komm, die letzten 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Locker. Bisschen bewegen, komm. Ganz locker, locker, locker. Beide gleichzeitig, das ist jetzt die Aufgabe. Komm, komm. Du siehst, es geht jetzt nicht mehr so wie eben. Die Schultern machen andere Kreise, gell? Komm, 8. Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe mit der Luft, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der letzte bleibt. Schön hoch, schön strecken, komm. Und jetzt nach hinten paddeln, komm. Nach hinten, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut, und lösen. Bisschen durchbewegen. Also zum einen, es gibt nicht richtig oder falsch und es gibt nicht eine vorgeschriebene Wiederholungszahl. Wenn du nur 5 machst, dann machst du nur 5. Wenn es dir zu weh tut, dann machst du gar keine. Aber bitte versuch wenigstens ein bisschen was zu machen, es sei denn, du hast wirklich einen stechenden Schmerz, dann bitte nichts machen. Okay, beide Hände an die Beine, anwinkeln, aufziehen, 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 komm, zieh auf, zieh auf. Die Arme bleiben am Körper, aufziehen, aufziehen, aufziehen. Das ist eine Schultermobilisierung. Versuch mal hinten die Schulterblätter mehr zusammenzupressen. Dann haben wir nicht nur eine Schultermobilisierung, sondern wir haben auch richtig schön ein tolles Rückenprogramm. Komm, 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 komm. Jetzt nimm die Arme weg und schieb die Brust nach vorne. Komm, komm. Du kannst auch gerne über Kreuz gehen. Und komm, und komm, und komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut, und lösen. Ganz locker. Beide Hände nach vorne. Und jetzt trainieren wir so ein bisschen den Bauch. Also du spannst hier alles an. Po, ziehst den Bauch fest ein. Und dann machst du hier oben so eine Bewegung mit den Armen. Und versuchst mal bitte, den Oberkörper zu drehen. Drehen, 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 drehen. Und das Becken bleibt fest stehen. Komm. Und die Hände mitnehmen. Jawohl, gerne auch ein bisschen schneller. Sieht vielleicht ein bisschen hektisch aus, aber das ist nicht schlimm. Im Alltag bewegst du dich manchmal auch ein bisschen hektischer. Manchmal. Okay, komm ein bisschen weiter vor, 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 vor. Wie du siehst, ist mein Kopf ganz gerade. Es verdreht sich nur der komplette Torso gegenüber der Wirbelsäule. Also die Wirbelsäule bleibt ganz gerade und du drehst den Oberkörper drumherum. Das ist super. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bisschen höher, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Ganz locker. Locker, 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 locker. Du nimmst beide Füße parallel. Lässt beide Beine ganz leicht gedrückt, durchgedrückt, nur ganz leicht gebeugt. Und dann kommst du nach vorne und nach oben. Vor und hoch. Vor und hoch. Zieh die Schultern zurück. Einfach nur ganz leicht vor und zurück. Versuch eine Bauchspannung aufzubauen. Das ist eh der Tipp für den Alltag. Immer wenn du dich nach irgendwas bückst, ganz bewusst den Bauch einziehen und ganz bewusst den Bauch anspannen. Dann kann wenig passieren. Also wenn du dich schon nach irgendwas bückst, versuch bitte wirklich den Bauch einzuziehen. Okay, beide Arme nach außen
Bauchspannung, Bauchspannung. Komm, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Bleib tief. So ganz leichte Pendelbewegungen machen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ganz leicht. Komm. Schau mal nach vorne. Der Kopf bleibt gerade. Nur der Oberkörper dreht sich so ganz leicht ein. Ist ganz gemein. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bisschen langsamer. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Komm hoch. Marschieren. Ganz locker. Stell dich bitte ein bisschen breiter. Dreh die Füße nach außen. Komm von einer Seite zur anderen. Gar nicht so hektisch. Versuch bis zum Knie zu kommen und versuch dich rund zu machen. Jawohl, wenn du magst, kannst du mal in deine Taille fassen und einfach mal spüren. Lass das Becken stehen, das Becken geht nicht mit. Nur der Oberkörper neigt sich. Jawohl. Und hier müsstest du jetzt was spüren. Nicht nach hinten, nicht nach vorne, nur zur Seite. Komm, 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 komm. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, bleib auf einer Seite, komm, lass den Kopf fallen und dann wipp langsam nach unten, nicht übertreiben, es reicht schon, wenn du ganz leicht in diese Richtung gehst, ich möchte hier nur die Wirbelsäule auffächern und so einen leichten Pumpeffekt in den Bandscheiben erzeugen und das reicht schon, wenn wir so ganz leicht in diese Richtung federn, komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lass auch den Kopf fallen, komm. Versuch ein bisschen tiefer zu gehen, wenn du kannst. Wenn es noch für dich angenehm ist. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, bleib dort, nimm den Arm raus. Schön halten. Nimm den anderen Arm nach oben. Schön halten. Wenn du magst, gib dir die Hand. Und dann schieb dich hoch, 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 hoch. Schieb dich hoch. Zieh dich lang. Komm, komm, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp, Hand runter, wipp nochmal nach, komm, die letzten, atmen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm langsam hoch, kurz warten, bisschen gehen. Und ich hoffe, du spürst das Gleiche wie ich. Beide Seiten sind jetzt unterschiedlich. Die eine Seite ist gelöst. Du solltest spüren, dass die Seite sich ein bisschen länger anfühlt. Und die andere Seite ist noch so ein bisschen gequetscht. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite. Es gibt so ein paar Standardübungen, die sind in jedem Kurs, also in diesem Rückenkurs sind die immer drin. Warum? Weil sie einfach einen tollen Effekt haben und auch wirklich über die Dauer hinweg was bringen. Also nicht, weil mir nichts anderes einfällt, aber es ist einfach eine der effektivsten Übungen, gerade für deine Bandscheiben, um die Bandscheiben wieder mit Nährstoffen zu versorgen und wieder mit Flüssigkeit. Deswegen dieses Bandscheibenpumpen über die Seite. Das Gemeine ist einfach an dem ganzen Kurs, dass du nicht siehst, was hier passiert. Ich kann dir das jetzt erklären, ich hoffe, du kannst dir das vorstellen, aber du kannst es nicht sehen, dass deine Bandscheiben sich jetzt wieder ausdehnen, zusammenziehen und dabei sich mit Flüssigkeit wieder vollsaugen, sie elastisch werden, das kannst du alles nicht sehen.
Das kannst du auch nicht wirklich spüren, aber es ist so. Okay, noch 8, komm. 7, 6, 5, 4, 3. Du könntest auch noch 100 machen, also es kommt nicht auf die Wiederholungszahl an, gell? Also nur weil ich jetzt hier immer sage 8, heißt das nicht, du darfst nur noch 8 machen und bei 9 explodiert die Bandscheibe. Nee. Ich gebe dir einfach nur eine Richtung, damit du weißt, wie viel wir noch machen. Also noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also noch 8, gell? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halt fest. Hand nach außen. Nimm den anderen Arm wieder dazu. Schieb dich in diese Richtung. Boah. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halt fest. Hand runter, Hand runter. Schieb nochmal nach. Komm. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, komm langsam hoch. Uiuiuiui. Bisschen bewegen, komm. Jetzt sollten beide Seiten sich wieder gleich anfühlen. Und wenn du so ein bisschen marschierst, sollte das, und wenn du den Popo mal rechts, links nimmst, sollte das hier rechts und links weich sein. Okay. Machen wir es noch ein bisschen anders. Wir nutzen jetzt mal die Matte. Gerade wenn du merkst, es ist dir ein bisschen schwindelig oder so, bitte wirklich viel, viel trinken und dir ein bisschen Zeit geben und auch ein bisschen weiter bewegen, damit das Blut in Ballung bleibt. Du machst jetzt mal einen großen Ausfallschritt und am besten machst du den, indem du dich nach vorne stellst und nach hinten gehst. Jawohl, was ich jetzt möchte, ich möchte hier vorne den Hüftbeuger aufdehnen. Der ist für ganz vieles verantwortlich in unserem Rücken. Ja, das Ding hier vorne ist für vieles in unserem Rücken verantwortlich, weil der verkürzt. Und deswegen dehnen wir den jetzt mal so ein bisschen auf. Wie du siehst, bleibe ich im Rücken ganz gerade. Wenn du dich nach vorne beugst, dann bringt es die Übung nicht, okay? Bleib bitte ganz gerade und schieb das Knie nach vorne. Jawohl, schieb das Knie so weit nach vorne, wie du kannst. Du kannst die Übung auch im Stehen machen. Du machst bitte weiter und ich zeige dir das kurz, wie es im Stehen aussieht. Du stellst dich hin, nimmst ein Bein nach hinten und dann lässt du den Fuß hinten stehen und ziehst dir richtig schön das Bein lang. Okay, und wippst mit dem Bein nach vorne. Und dabei ziehst du hier den Hüftbeuger auf. Also es gibt es einmal stehend und es gibt es einmal kniend. Du darfst dir aussuchen, was dir besser gefällt. Okay? Jetzt bleibst du in der maximalen. Okay? So, und jetzt nimmst du bitte die Hand, wo das Bein vorne steht, nebendran vorbei und gehst so ein bisschen runter. Das geht auch im Stehen. Okay? Und dann wippst du wieder tief, tief, tief. Jetzt haben wir nicht nur die Bandscheibenpumpe wieder, sondern wir haben jetzt hier auch den Hüftdehner. Komm, 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 komm. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bleib so, schieb dich noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Bleib im Rücken gerade, nicht nach vorne lehnen, dann neutralisierst du die Übung. Bleib schön gerade. Okay, wipp noch mal vor, komm. Noch ein bisschen, die letzten. 4, 3, 2, 1. Okay, stütz dich vorne ab und komm hoch. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Und jetzt ein bisschen gehen. Unbedingt ein bisschen gehen. Wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Nach vorne. Großer Schritt nach hinten oder du machst es im Stehen, wie du magst. Schieb das Bein nach vorne, bleib im Rücken gerade. Komm, schieb vor. Schön nach vorne schieben. Bitte denk dran, gerade wenn es ein bisschen wärmer wird oder gerade wenn es, gerade auch wenn du sportlich aktiv bist und viel Flüssigkeit verlierst, musst du wirklich viel Flüssigkeit zu dir nehmen.
Du verlierst bei einer Stunde sportlicher Aktivität zwischen 1 und 2 Gramm Salz pro Stunde. Ja, ich rede nicht von Kochsalz, wobei das auch geeignet ist, um nachzufüllen, aber es ist nicht so ganz so gesund. 1 bis 2 Gramm Salz. Ja. Denn Hefeweizen ist kein Salz. Also falls du versuchst, mit Hefeweizen den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen, bleib vorne, komm zur Seite und dann tief, 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 tief. Bleib im Rücken gerade. Komm, 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 zur Seite, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, komm langsam wieder hoch und komm einmal hoch. Bisschen gehen. Leichtes Marschieren. Schieb mal den Popo rechts, links. Das sollte jetzt schön weich sein. So, lass uns jetzt noch ein bisschen die Hüfte locker machen und das Iliosakralgelenk ein bisschen aufdehnen. Nimm mal einen Fuß ein bisschen raus, dreh die Ferse nach innen, dreh die Ferse nach außen. Wenn du jetzt nach außen drehst, dann merkst du hier so deine Hüfte, vielleicht merkst du auch so ein bisschen deinen Po. Und dabei lass bitte die Hüfte schön gerade stehen, also das komplette Becken bleibt gerade. Nur den Fuß eindrehen, ein und raus, rein und raus, komm. Nimm den Fuß ein bisschen weiter raus, wenn du kannst. Jawohl. Also zum einen ist das jetzt richtig schön hinten fürs Kreuzdarmbeingelenk, für die Po-Muskulatur, aber auch die Hüfte wird jetzt geschmiert. Ganz wichtig, Gelenke schmieren sich, wenn man sie bewegt. Also, beweg dich. Okay, andere Seite. Fang erstmal so ein bisschen näher an und dann rein und raus drehen. Und weiter nach außen. Okay, ein bisschen intensiver. Komm, acht noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut, marschieren. Also kleine Faustregel, 3 Liter sind Minimum am Tag an Wasser. Der 4. Liter ist dann für sportliche Aktivitäten und für die Verdauung. Also 3 bis 4 Liter sollten es sein. Ein bisschen im Popo rechts, links. Einfach Popo rechts, links. Und jeden Liter so mit so ein bisschen Salz versetzen. Das ist super. Ja. Nicht so, dass du denkst, du trinkst gerade das tote Meer aus. Gell? Das nicht. So eine Prise Salz. Locker. Bisschen auskicken. Ja, das war dein stehender Rückenkurs. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gemerkt und dir geht's gut. Schau mal, wie es dir geht. Beweg dich mal kurz durch. Was ich zum Schluss nochmal machen möchte, wir gehen runter in den Vierfüßlerstand und versuchen mal bestehende Blockaden zu lösen. Also einmal ein großer Schritt, einmal runterkommen, Vierfüßlerstand, beide Arme fester aufstellen, durchdrücken, richtig schön stabil machen und dann zwischen die Arme fallen lassen, okay? Richtig schön zwischen die Arme fallen lassen, sodass hinten die Schulterblätter zusammengedrückt werden. Und das am besten so ein bisschen ruckartig. Und dann kann es sein, dass es ein bisschen knackt. Lass den Kopf am besten auch noch mitfallen. Ja, dann kann es sein, dass es erst recht knackt. Und wenn es knackt, dann ist es nicht schlimm. Die Arme bleiben stabil stehen, nicht einbeugen. Wenn du die einbeugst, dann bringt das nichts. Also die Arme bleiben einfach stehen und dann dazwischen fallen lassen. Jawohl. Du kannst erstmal so ein bisschen wippen, um dich daran zu gewöhnen. Und dann ein bisschen durchbewegen. Ja, das war dein stehender Rückenkurs. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gemerkt. Bitte denk an die Flüssigkeit, an die Mineralien. Das wäre super. Calcium, Magnesium, Kalium und so weiter. Die ganze Familie der Elektrolyte wäre super.
Und wenn du mehr wissen willst, schau in unseren Gesundheitsbereich. Da steht da ganz viel drin drüber. Danke fürs Mitmachen.